Es war einmal eine Frau, die keine Kinder hatte. Sie ging einmal zu einer guten Hexe um Hilfe. Die Frau sagte, sie träume von einem Kind. Die Zauberin gab ihr einen Samen und befahl, ihn in einen Blumentopf zu pflanzen. Die Frau war sehr glücklich, dankte der alten Frau und ging nach Hause. Zu Hause pflanzte sie einen Samen, goss ihn und begann geduldig zu warten. Bald wuchs eine große, wundervolle Blume wie eine Tulpe im Topf. Als sich die Blütenblätter öffneten, war ein kleines Mädchen drinnen. Sie war sehr klein, nicht mehr als einen Zentimeter. Deshalb nannte die Frau sie Däumelinchen. Eines Nachts, als Däumelinchen fest schlief, kletterte eine riesige Kröte, nass und hässlich, auf das Fenster des Hauses. Sie packte das schlafende Mädchen und eilte zu ihrem Sumpf. Die Kröte beschloss, ihren hässlichen Sohn mit der schönen Däumelinchen zu heiraten. Sie pflanzte sie mitten im Fluss auf ein breites Lilienblatt, damit das Mädchen nicht davonlief. Am Morgen wachte Däumelinchen auf und stellte fest, dass sie nicht zu Hause war, aber Wasser um sie herum war. Als das Mädchen merkte, was für ein schreckliches Schicksal sie erwartete, weinte sie bitterlich. In diesem Moment schwammen kleine Fische vorbei. Däumelinchen tat ihnen leid. Sie nagten am Stiel der Lilie und das Blatt schwebte mit dem Mädchen flussabwärts. Ein großer Käfer flog vorbei. Als er ein schönes Mädchen sah, packte er sie und trug sie zu einem Baum, wo er sie seinen Freunden vorstellte. Sie alle beneideten sie um ihre Schönheit, sagten aber, Däumelinchen sei sehr hässlich und könne nicht in ihrer Gesellschaft sein. Unter dem Druck von Freunden entschied der Käfer auch, dass sie hässlich sei, ließ das Mädchen zu Boden und verabschiedete sich. Den ganzen Sommer über lebte Däumelinchen allein im Wald. Sie machte sich aus Gras und Blättern eine Wiege. Sie aß Pollen und Tau, sonnte sich bei klarem Wetter in der Sonne und versteckte sich vor dem Regen unter einem großen Klettenblatt. Aber bald kamen kalte Regenfälle und Winde. Däumelinchen hatte kein Winteroutfit und begann zu frieren. Das Mädchen litt unter Hunger und Kälte. Und eines Tages wurde sie von einer Feldmaus geschützt. Sie lebten herrlich zusammen, das Mädchen half der Maus bei der Hausarbeit, erzählte ihre Märchen und erhielt im Gegenzug warmes Wohnen und Essen. Die Feldmaus hatte einen Nachbarn, einen reichen blinden Maulwurf, der dies tat, indem er ständig seinen Reichtum zählte. Obwohl der Maulwurf blind war, erkannte er, dass Däumelinchen sehr süß war und bot an, sie zu heiraten. Aber das Mädchen war überhaupt nicht glücklich darüber, sie mochte den langweiligen Maulwurf nicht. Einmal sah Däumelinchen auf den unterirdischen Gängen eine verwundete Schwalbe, die fast an der Kälte gestorben wäre. Den ganzen Winter kümmerte sie sich um den kranken Vogel und bis zum Frühjahr heilte sie ihn. Vor der Hochzeit bat Däumelinchen die Maus, sie nach oben gehen zu lassen, um endlich die Sonne zu bewundern. Als sie aus dem Mäuseloch kam, sah sie eine Schwalbe, die sie heilte. Däumelinchen beklagte sich beim Vogel, dass sie gezwungen sei, einen bösen Maulwurf zu heiraten und tief unter der Erde mit ihm zu leben. Die Schwalbe lud das Mädchen ein, mit ihr in warme Länder zu fliegen, und sie stimmte zu. Sie verabschiedete sich schnell von der Maus, kletterte auf die Schwalbe und sie flogen davon. In einem wunderschönen Land sah Däumelinchen eine riesige Wiese mit wunderschönen Blumen. Sie wählte die schönste Blume für sich. Plötzlich sah sie in der Blume denselben kleinen Mann wie sie, nur mit Flügeln. Es war der König der Elfen. Und in jeder Blume lebte ein Elf. Der schöne Elf hat noch nie ein Mädchen gesehen, das so klein und so schön ist wie er. Er verliebte sich sofort in Däumelinchen und lud sie ein, seine Frau zu werden, die Königin der Elfen und die Königin der Blumen. Nach all ihren Abenteuern freute sich das Mädchen über ein solches Angebot des charmanten Prinzen. Sie stimmte glücklich zu. Der Elf nahm Däumelinchen bei der Hand und im selben Moment erschienen zwei Flügel hinter ihr. Jetzt ist sie die Königin der Elfen geworden. Und seitdem leben sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage.